Wenn du die Kugeln jetzt einfach zurückschütten würdest, dann kann es sein, dass du deine gesamte Kugelpackung kontaminierst. Einen wunderschönen guten Tag. Heute zeige ich dir, wie du hiermit Geld sparen kannst. Das hier ist eine sogenannte Feinwaage. Eigentlich benutzt man sie, um Gewürze in der Küche zu wiegen. Aber im Airsoft-Bereich kann man sie für zwei Sachen sehr gut verwenden. Erstens, du kannst Geld sparen, aber für Airsoft-Sniper ist das auch ein sehr wertvolles Werkzeug. Jeder Hersteller von physischen Gütern hat Toleranzen. Wenn Kugeln hergestellt werden, dann hat das Gewicht eine gewisse Toleranz. Als Airsoft-Sniper hast du also die Möglichkeit, deine Kugeln vorher nochmal selbst zu sortieren. Der Hersteller hat hier bis zu 0,03 Gramm Unterschied und das ist sehr viel für uns. Wenn du selbst als Airsoft-Sniper sagst, ich möchte wirklich das Maximum machen, was ich machen kann, um sicher zu gehen, dass meine Kugeln treffen, dann sortiere deine Kugeln vorher. Ich habe hier ein 3D-Modell erstellt, das könnt ihr euch gratis runterladen, den Link habe ich natürlich in die Beschreibung gesetzt. Eine 0,45er, 0,44er. 0,45, 0,45, 0,46. Dann haben wir 0,02 und wir haben eine Stichprobe von 5 Kugeln. Das war schon der erste Tipp. Eventuell erstelle ich auch noch ein paar 3D-Modelle, um das Ganze noch einfacher zu machen. Der Link zu diesem Gerät ist natürlich in der Beschreibung. Aber vielleicht müsst ihr gar kein Geld ausgeben. Fragt erstmal eure Freunde und Verwandte. Möglicherweise haben ein paar davon eine Feinwaage. So ein Teil ist in der Küche sehr hilfreich. Nehmt am besten eine Packung Kugeln mit, damit ihr beschreiben könnt, wofür ihr das braucht. Wenn du kein Sniper bist, dann habe ich trotzdem noch eine Möglichkeit für dich, wie du extrem viel Geld sparen kannst im Airsoft-Bereich mit so einem Gerät. Und zwar geht es da um Speedloader, die voll mit Kugeln sind. Viele Airsoftler kennen das. Wenn du dann vom Spiel zurückkommst, hast du noch einen halbvollen Speedloader oder drei oder vier halbvolle Speedloader. Du weißt nicht mehr genau, was für ein Gewicht du wo hast. Und das ist sehr gefährlich. Das bedeutet, wenn du es nicht draufgeschrieben hast und dich auch eisern daran gehalten hast, dann bist du nicht zu 100% sicher, was für ein Kugelgewicht da drin ist. Das bedeutet, wenn du die Kugeln jetzt einfach zurückschütten würdest, dann kann es sein, dass du deine gesamte Kugelpackung kontaminierst. Bei Tracer-Kugeln ist das Ganze natürlich extrem ärgerlich, weil sie nochmal teurer sind als normale Kugeln. Wenn du 90 Kugeln in eine Packung mit 4000 reinhaust und da ist ein unterschiedliches Gewicht, dann funktioniert es die meiste Zeit. Aber immer wieder wirst du Schussausreißer haben und das wird dich verrückt machen. Du kannst die ganze Packung an Kugeln nur noch als Granatenmunition verwenden. Und jetzt wisst ihr natürlich auch, worauf ich hinaus möchte. Ihr könnt hiermit sehr gut überprüfen, was für ein Kugelgewicht hier drin ist. Aber die Toleranzen, über die wir gerade gesprochen haben, müssen wir auch hier wieder bedenken. Du kannst nicht einfach eine Kugel da drauf tun, weil diese eine Kugel anders sein kann als alle anderen. In so einem Fall nimmt man einen Durchschnittswert. Ich habe wieder ein 3D-Modell angelegt. Ich habe zum Drucken nachtleuchtendes Filament verwendet. Ich tue das hier drauf und tue jetzt 10 Kugeln auf die Waage. Natürlich habe ich vorher abgenullt. 0,28 steht drauf. Die Kugeln sagen 2,85 Gramm. Das bedeutet, ich bin sicher, das sind 0,28er und nicht 0,3er, 0,25er, weil jetzt wäre der Unterschied größer. Zur Sicherheit mache ich das Ganze noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 2,85. Sehr schön. Ich kann jetzt also sicher gehen, das sind 0,28er Kugeln. Die kann ich entweder jetzt das nächste Mal verwenden oder einfach zurück in die Kugelpackung tun. Das ist mein Favorit. Ich habe die Dinger gerne leer, wenn ich aufs Spiel komme. Ich glaube, viele bevorzugen das auch voll. Keine Ahnung, es gibt mir einfach ein bisschen Sicherheit. So, das war's auch schon. Und ich bedanke mich auf jeden Fall noch bei meinen Patreons. Die bekommen jeden Download, den ich heute und in Zukunft zur Verfügung stellen werde. Selbstverständlich gratis. Ist ja wohl das Mindeste, Jungs. We'll be right back.